Hallo, willkommen zurück in Kingdom Hearts Chain of Memories mit Rico im 11. Kellergeschoss. Hast du geheißen? Ja, Rico geht vom Kellergeschoss hinauf. Und bei Sora war es ja, er war ja schon in der Mitte und ging auch hinauf. Von daher, bevor es hier schnell weitergeht, Status checken, denn letztes Part hat ja Rico die Dunkelheit wieder erhalten von Ansem, ob er will oder nicht. Man muss sie zwar nicht benutzen, aber man kann. Und wenn man sie macht, dann kann man jetzt Sinistra Ahib, Sinistra Feuera, Sinistra Aura und Mikis Mirake. Schauen wir das mal an, weil denn als Freund hat Rico nur König Mickey. Er kann keine weiteren erhalten. Sinistra Ahib, spring in die Luft und greift deinen Gegner von oben an. Nur im Sinistra-Modus. Der Sinistra-Modus geht nur, wenn man bestimmte Kartenanzahl der Gegner gestochen hat. Das erkläre ich euch noch später in einem Kampf. Ich habe das ja letztens weggedrückt. Weil die Erklärung etwas, ja, nicht so toll ist, finde ich. Obwohl es geht. Gut, und wie führt man das aus? Moment. Irgendwie falsche Taste. So. Man braucht dafür 3 Seelenfänger, weil eine andere Waffe hat Rico nicht. Und dafür ein Gesamtwert von 5 bis 15. Will heißen, 1, 2, 2 bis 5, 5, 5 geht es. Natürlich kann man das variieren, wie hoch die Zahl ist. Was nicht variieren kann, ist Ricos Deck. Dann Sinistra Feuera. Entfessle dunkle Energie in einen glühenden Kraftstoß, nur im Sinistra-Modus. 3 Seelenfänger, Gesamtwert 16 bis 25. Und die Aura. Bestürme deine Gegner mit deiner Klinge in der Hand. 3 Seelenfänger, Gesamtwert 27, will heißen, das geht nur, wenn ihr 9, 9, 9 hochstockt. Ansonsten ist die Aura nicht möglich. Von 5 bis 15 und von 6 bis 25? Moment, die 26 ist hier irgendwie frei. Ja, 1 bis 4 ist frei, die 0 ist frei und die 26. Warum gerade 26? Keine Ahnung. Und hier haben wir, der König regeneriert deine LP, betäubt und verwundet alle Gegner. König Mickey ist die einzige Heilungsmöglichkeit für Rico. Es gibt keine andere Möglichkeit. Denn Rico kann kein V-Time-Deck haben. Jetzt haben sie gesagt, ja okay, geben wir ihm wenigstens den König. Wenn man das halt dreimal hochstockt, ist das so eine Art Vigra. Einmal König ist Vita, zweimal König ist Vitra, könnte man sagen. Und das von Zora. So kann sich auch Rico heilen. So, das ist nicht mehr so schwer, aber Problem ist halt, der König kommt halt random in den Kampf. Das ist der einzige Unterschied. So kann man sich nie entscheiden, wann man sich heilen soll. So. Ich frage mich gerade, wie ich das machen soll, die Reihenfolge hier. Rückwärts chronologisch oder... Wisst ihr was? Ich mach's rückwärts chronologisch. Was ich interessant finde, bei Rico gibt's kein Mini-Poo. Finde ich aber auch gut. Auf geht's! Rückwärts heißt nach Nimmerland! Natürlich wurde wieder unser Deck geändert, weil wir die Welt gewechselt haben. Auch im Bosskampf ist das Deck geändert, das kann ich euch leider nicht zeigen. Aber hier kann ich euch sagen, hier das Set besteht aus 19 Karten und hat so einige Karten drin. Und natürlich den Schattenpirat. Alle Karten erhalten den Wert 0. Den kann auch Sora bekommen. Rico hat jetzt schon fix drin und er hat auch den Malefiz drin. Was gleiche Effekt hat wie bei Sora. Hier sieht man, das Deck ist jetzt so... nicht so gut. Warum hier mittendrin eine 0 ist, verstehe ich einfach nicht. Sie sollte nach meiner Meinung hier sein, wo die 9 ist, aber okay, kann ich nicht ändern. Ist einfach so. Gut, dann schauen wir uns mal hier in dieser Welt um. Yay! Die Gegner sind hier und hier mal Schattenberat. Alles Nullen. Das hatte mal Captain Hook in einem Bossfight gegen Sora. Und wir haben links oben jetzt eine neue Anzeige. Das ist der Sinistra-Modus-Anzeige. Da braucht eine bestimmte Zahl, dann aktiviert sich der Sinistra-Modus. Wenn die Zahl einen bestimmten Wert erreicht hat. Und hier mal König Mickey. Yeah, bam! Er zeigt ihnen voll die Karte. Paralysiert alle Gegner, macht ein bisschen Schaden. Bisschen, nicht allzu viel. Und heilt Rico. Das Interessante am Sinistra-Modus ist, in jedem Kampf wird er zurückgesetzt auf 0. Das heißt, wenn ihr irgendwann einen Sinistra-Modus sehen wollt, müsst ihr in jedem Kampf voll auf Konto spielen. Und ein Level-Up erreicht und ich erhöhe wieder mal meine Angriffskraft. Die sollte man immer erhöhen, sobald es geht.
weil es ja gesperrt ist. Auf bestimmten Level, weil sonst wäre man irgendwann mal zu stark, was ich auch gut verstehen kann. Ich nehme hier mal meine Kids. Alle ist Angriffskarten gestärkt, dafür schön reinhauen! Beziehungsweise nachladen langsam. Interessant ist, das Nachladen bei Rico dauert ja immer gleich lang. Da ist also die Malefizkarte vollkommen egal. Moment, ich warte mal. Ich will dir mal einen Sinistermodus zeigen. Greif mich an, bitte. So, zack. Ihr seht, für jeden Kartenstich, den ich mache, bekomme ich da links oben eine Zahl. Je höher ich gestochen habe, desto mehr bekomme ich. Das heißt, wenn ich um 2 steche, bekomme ich 2 gut geschrieben. Wenn ich um 9 steche, bekomme ich 9 gut geschrieben. Das Maximale, was man gut geschrieben werden kann, sind 9 Punkte. Mehr geht nicht. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich stocke 3 Karten hoch und müsst jetzt eigentlich mehr als 10 erhalten. Nein, das ist auf 9 begrenzt. Das finde ich aber auch gut so. Sonst könnte man viel zu schnell in den Sinister-Modus. So, Stich, komm, greif mich an. Bams! Und ab bestimmten Wert ist die Dunkelheit in Rico da. Die Karten werden automatisch noch gestockt. Er ist jetzt viel schneller, hat eine höhere Angriffskraft und er kann die Techniken. Bams! Hier der Feuerer. Schade, dass es kein Sinistra Feuer gibt. So bemächtigt sich auch Rico jetzt wieder der Dunkelheit. Man muss den Sinistra-Modus nicht benutzen, man kann es tun. Im Sinistra-Modus sind die Kämpfe ein bisschen einfacher, weil die Angriffskraft etwas erhöht ist. Zwar nicht viel, aber doch, man merkt es, sagen wir so. Das ist halt für Bosskämpfe auch sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Probleme hat und sagt, ja okay, ich brauche jetzt mehr Angriffskraft oder ich will mit Techniken kämpfen. Dann gibt es die nur im Sinistra-Modus. Im normalen Modus gibt es keine Techniken für Rico, außer die Königskarte von König Mickey. Die ist die einzige Karte, die man haben kann. Was sehr interessant ist, man kann auch mit Königs Mickey, wenn man die Gegner sticht, in den Sinistra-Modus. Wenn man in den Sinistra-Modus geht, wird man, glaube ich, nicht geheilt. Müsste ich mal checken. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, man wurde etwas geheilt oder etwas gar nicht. Ich weiß es nicht mehr so genau, Leute. Ich habe das nie so beobachtet. Sagen wir so, ja. Was ich aber gemerkt habe, die Angriffskraft erhöht sich. Etwas. Nicht drastisch, sondern etwas. Nicht die Welt. Und was gibt's noch zu sagen? Ja. Ich finde schade, dass nur im Sinistra-Modus die Techniken gehen. Und zweitens, Rico hatte von Anfang an ja die 3 Techniken. Er lernt keine neuen. Die 3, was er jetzt hat, bloß halt die von König Mickey, die sind die einzigen, die er haben. Er kann nicht mehr haben, nö, geht nicht. Er lernt nicht viel. Dafür sind die 3 Techniken aber schon ziemlich stark, muss ich sagen. Also die sollte man nicht unterschätzen, nur weil das heißt, die Techniken sind voll schwach. Nee, die sind richtig stark. Hängt natürlich auch von eurer Angriffskraft ab. Nur mal so viel dazu. Die Musik finde ich immer geil. Bams! Und weg! Und wieder Level Up. Level Up gehen am Anfang immer schnell. Auch bei Rico. Und ich steigere meine Sinistra-Punkte. Das Steigern Sinistra-Punkte bewirkt, dass man länger im Sinistra-Modus ist. Ich habe jetzt 16 Sinistra-Punkte, das heißt, ich habe für 16 Angriffe bin ich im Sinistra-Modus. Wenn der Sinistra-Modus vorbei ist, ist man wieder im normalen Modus. Und man muss erneut den Sinistra-Modus aufladen. Damit der Sinistra-Modus ausgelöst wird, braucht man mindestens 30 Punkte da links oben. Dann wird der Sinistra-Modus ausgelöst. Vorher ist das nicht möglich. Das heißt, damit Sinistra etwas richtig bringt, also kann man sich auszahlt ohne Ende, braucht man mindestens, glaube ich, 20 Sinistra-Punkte, denn sonst ist man sehr schnell wieder heraus. Also, die Sinistra-Punkte nicht aufzuleveln wäre ein bisschen verkehrt. Ein bisschen. Ne, 1 brauche ich. Ich mache mal die harmlose Dunkelheit, einfach weil ich schon habe. Ah, ich habe gerade viel zu erklären, aber das ist halt so. Sinistra-Modus ist ganz was anderes. Ich glaube, das habe ich eh schon alles erklärt. Jetzt, oder gibt es noch irgendwas zu sagen dazu zum Sinistra-Modus? Okay, Rico bewegt sich zur Dunkelheit, aber deswegen wird er jetzt ansehen, wird nicht gleich seinen ganzen Körper übernehmen, nur weil er einmal in den Sinistra-Modus geht. Nein, nein, nein. So schlimm ist das auch wieder nicht. Das wäre ein bisschen crazy, aber muss ich schon zugeben.
Und falls ihr eine Heilung braucht, stockt einfach dreimal König Mickey hoch. Hat denselben Effekt wie Vigra. Problem ist halt nur, man weiß nie, wann der dritte König kommt. Also sollte man schon eventuell ausrüsten, wenn man einen König Mickey hat. Oder zwei. Da ist schon da. Oh, Mickeys Miracle. Steht schon da. So, heil dich mal. Ja, ja, mach mal. Und ich mach einen auf. Nur zwei Gesamtzimmer. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Denn das wird sehr schnell gestochen. Ich kann es mal trotzdem probieren. Oh, Moment. Ich stich zuerst mal dich. Greif an. Will nicht. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Hätte gern Mickeys Miracle gezeigt. Aber das werden wir sicher später sehen. Moment, wie sieht die Welt eigentlich aus? Huh. Bei Sora war das ein bisschen größer, oder? Ein bisschen. Ah, und was noch aufgefallen ist gerade, es gibt hier nur eine goldene Tür. Sehr interessant. Was war denn damals bei Rico auf dem Schiff? Genau, er hat ja den dunklen Sora beschworen damals. Das ist schon etwas länger her. Er hat einen mehr oder weniger Schatten-Sora beschworen. Hat Kairi auf... hat's mitgenommen. Und war halt der Dunkelheit verfallen schon leicht etwas, nicht ganz noch. Ach ja, das war noch Zeit. Da frage ich mich eigentlich schon, wer ist hier der Bosskampf? Ist es etwa der dunkle Sora, den er selber gerufen hat damals? Also, es würde passen, finde ich, oder? Findet ihr auch? Also, ich finde schon. Es würde passen. Ja, ja, ja. Heil dich nur, heil dich nur. Ich hau dich trotzdem nieder. Und du, mein Freund, du kannst auch nichts. Bam und tschüss. Ja, kurz drauf. Und zwar derbe. Ich frage mich gerade, welche Tür ich aufmachen soll. Aber ich glaube, generell muss man bei Rico sowieso immer alle Türen öffnen. Eine Tür führt halt zum Ausgang, die andere zum Bossfight. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt in jeder Welt war, dass es nur eine Tür gab, aber da war irgendwas. Da war doch was. Na, greife ich an? Yeah! Am besten mit einer niedrigen Karte, dann bekomme ich 9 Sinistra-Punkte. Yay! Yeah! Kommt neu her. Yeah! Und wieder plus 9 Sinistra-Punkte. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn Rico in Sinistra-Modus geht, dass die Karten automatisch nachgestockt werden. Das sehen wir hier. Woohoo! Und er hat eine geile Kombo drauf. Yeah! Bams! Und er paralysiert die Gegner. Was ich auch noch nicht gesagt habe, stimmt. Also Sinistra-Modus ist richtig geil. Guter Angriff, paralysiert die Gegner. Pff, was will man mehr? Ich meine, bis auf das, dass es aus Dunkelheit ist, aber hey. Wenn die Dunkelheit solche Mächte hat, ich gebe mir der Dunkelheit hin. Pass auf, Leute. Morgen kommt der dunkle Let's Player und ein. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin herzloser mutiert, oder wie? Ah, wer weiß, was da alles passieren würde. Meine Güte. Auf einmal kommt so ein Schlüsselloch daher. Und dann gibt es ja einen Auserwählten, der muss das Schlüsselloch stopfen. Wenn das nicht passiert, geht die ganze Welt unter, mein Gott. Ja, Philosophie bringt nicht viel. Na, greif mich an. Greif mich doch an, bitte. Die wollen nicht. Ah. Wie schnell das ist. Dafür geht's jetzt ein schön auf Sinistra-Modus! Feuer! Und jetzt schön angreifen. Bams! Meinst du, der Zahl von 5 hat's geheißen, ne? Na, 3 ist zu wenig. 14. Ist das Sinistra-Hieb? Das ist ein Angriff von oben, der trifft generell immer. Das heißt, die Gegner können dir nicht ausweichen, außer sie stechen euch. Ein ziemlich cooler Angriff, wenn ihr mich fragt. Angriff von oben. So, und wieder mehr Sinistra-Punkte. 20 Sinistra-Punkte habe ich jetzt schon. Das heißt, ich bin jetzt schon ziemlich lange im Sinistra-Modus. Zwar jetzt nicht so ewig lange, aber doch schon mehr als vorhin. Generell würde ich auch empfehlen, die Sinistra-Punkte zu erhöhen. Dann kann man nämlich mehr Kombos ausführen. Man ist stärker generell. Ja, es hat was für sich. Natürlich kann man auch ohne Sinistra-Bonus das ganze Spiel bestreiten, ist klar. Ist halt dann etwas schwerer. Darf ich auch wieder?
Darf ich auch wieder? Ich bin im Stopp-Modus. Und nein, im Paralyse-Modus. So war das, genau. Die paralysieren, die machen keinen Stopp. Die können ja keine Magie, die zwei hier. Das sind Piraten. Piraten können keine Magie ausführen. So ist nicht hier. Oh, 3-3-0 und 0. Ergibt genau nix. 6 und 6 ergibt, ja, nix. Zumindest hier. In Real Life ist es immerhin 12. Immerhin etwas. Wenn er da fertig drum betet, dann holt er ein paar Freunde. Ist zwar gut für Erfahrungspunkte, aber etwas unnötig. So, wo ging's weiter? Ah ja, da rein. Da lang! Was brauche ich? Eine 2. Ich mache eine 3. Schlaf nicht um gleich. Wisst was? Ich gehe gleich weiter zur Tür. Ich bin neugierig, was da ist. Und eine Kanone! Die schießt! Feuer! Feuer! Wir machen das ganze Schiff kaputt von innen! Leider geht das nicht. Wäre aber irgendwie geil. Geiles Gimmick. Hab das Schiff von innen kaputt gemacht. Okay, ich brauche hier eine Rot mindestens 3 oder größer. Ich habe mehrere 6 halt gesehen. Moment, nicht die schwache Dunkelheit. 7. Na, 7 habe ich. Dann nehme ich die mächtige. Allmächtige Dunkelheit. Schauen wir mal, was darin ist. Schluss des Anbeginns. Ein Kampf gegen Captain Hook. Ziemlich unerwartet. Ich hätte hier wirklich gerne den Schattensauer gehabt. Wirklich gerne. Na, greif an. Er hat gleich mal ins Entdeck das All Null reingeschmissen. Was ziemlich sinnlos ist. Finde ich. Er ist zwar voller Counterspieler dann, aber trotzdem ist nervt. Autsch. Ja, da heißt einfach kämpfen. Einfach draufhauen. Jetzt bin ich dran, ja? Das mit den alles Nullen, das stirbt ein bisschen. Yeah! Hey, da hat mein Sinistra-Modus geblockt. Ja, das geht auch. Dann ist die Zahl da links oben sehr viel größer, wie ihr seht. Ach, das mit den alles Nullen, das nervt. Yeah! Sinistra-Modus! Aktiviert! Jetzt geht's los! Es geht los! Jetzt habe ich erhöhte Angriffskraft. Yeah! Aber man hat nicht erhöhte Verteidigung. Und Rico paralysiert auch noch. Und er hat eine Endlos-Combo. Was ziemlich krank ist, wenn ihr mich fragt. Hier sieht man's. Besiegt. Einfach so. Und das in Sinistra-Modus, weil der Sinistra-Modus wirklich mega Angriff hat. Und eine Endlos-Combo dazu, das ist. Wow, okay, fast eine Endlos-Combo. Es ist fast eine Endlos-Combo. Ich höre mal meine Lebenspunkte. Denn sonst bin ich zu lange im Sinistra und das wird dann zu langweilig. Ist ja auch klar, dass das niemand sehen will dann, ne? So. Das war ein ziemlich schneller Bosskampf. Da kann man schon mal ein paar Herzlose auch bekämpfen. Was ich aber fies fand in dem Kampf, Captain Hook konnte irgendwie nichts. Er hatte nur Nullen und ja, Nullen sind nur da, um zu kontern. Das heißt, man wartet wirklich darauf, dass er angreift und dann macht er genau gar nichts. Man könnte natürlich auch mit alles Nullen kommen, also Rekords auf. Und stimmt, er hat die Captain Hook-Karte. Den heißt, er hat es von automatisch den Trotzkopf drin. Was ziemlich geil ist, weil er gratis ist. Wäre so, war die Karte ziemlich teuer. Ich glaube 60 Punkte. Und das hat schon ein paar Karten verschlungen. Kommt drauf an, wie stark sie waren. 2 bis 3. Wenn ihr dafür einen Königsanhänger da macht, dann sind es wirklich 5 Karten eventuell. Was die Karte frisst. Oh ja. Dafür ist es halt Trotzkopf, Leute. Es ist Trotzkopf. Hallo. Das heißt, wenn ich mindestens mehr als 1 HP habe und der Gegner schlägt mich, bleibt 1 HP übrig. Egal, was er macht. Außer er macht eine Combo. Dann zählt das nicht. Und wenn man 1 HP schon hat, tja, dann zählt Trotzkopf auch nicht mehr. Schon komisch trotzdem, dass Trotzkopf hier 3-mal zählen kann. Kann. Es tut nicht immer, ist ja klar. Dann muss ich ja zwischendrin mal heilen, sonst bringt das nichts. Puh, genug geredet, ich brauche zum Trinken und sag bis zum nächsten Part, ich bin durstig!